Liebe Whisky-Fans, willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Schorns Whisky-Ecke. Ich freue mich, dass ihr wieder meinen Kanal eingeschaltet habt. Und heute wollte ich mich wieder mal einem deutschen Whisky widmen, nämlich dem Schlitzer oder auf Englisch Slitician Single Malt Whisky PT. Ja, das ist eine ganz interessante Destillerie, weil es nämlich die älteste oder jedenfalls eine der ältesten deutschen Brennereien ist und auch eine der ältesten weltweit überhaupt. Die Destillerie liegt in der Kleinstadt Schlitz im mittelhessischen Vogelsbergkreis, hat ungefähr knapp 10.000 Einwohner und liegt so etwa 20 Kilometer nördlich von Fulda. Da in der Stadt fünf Burgen sind und mit großer Stadtmauer ringsherum, nennt man das auch die Burgenstadt oder das Burgenstädtchen. Aber ich habe gestaunt bei der Recherche, die Stadt Schlitz ist immerhin die viertgrößte Stadt Hessens, wenn man nach der Fläche geht. Also nach Frankfurt am Main, Wiesbaden und Oberzent ist es also flächenmäßig die viertgrößte Stadt Hessens. Immerhin. Gut, gegründet. Oder die Wurzeln der Brennereien gehen zurück bis ins Jahr 1585. Da hat der damalige Eustach Graf von Schlitz, so nannte er sich damals, im heutigen Ortsteil von Schlitz, nämlich in Sandlofs, eine Bierbrauerei gegründet, gebaut und ließ auch, so ist die Sage, eine Brennblase errichten, mit der dann erster Korn gebrannt worden sein soll. Wie gesagt, das ist damit eine der ältesten oder wenn nicht sogar die älteste Brennerei-Destillerie Deutschlands und auch weltweit, habe ich gelesen. Das Brennhandwerk wurde dann über die Generationen in der Linie der Grafen von Schlitz fortgeführt und immer weiter betrieben. 1969 ging dann dieser gräfliche Besitz als sogenannte Staatsdomäne in das Eigentum des Landes Hessens über. Das Land hat das dann also weiter betrieben als Korn-, Gin- und Wodka-Brennerei, war dann im Jahr 2006 dieser Brennerei überdrüssig, wollte sie verkaufen und da hat sich die Stadt Schlitz natürlich zur Bewahrung der Tradition entschieden, wir kaufen die Brennerei und so ist sie heute zu 90% Eigentümerin dieser Brennerei, 10% gehören der Stadt Hünfeld und so ist es ja eine der wenigen Destillerien, die also in einem städtischen Eigentum sind. Das Sortiment dieser Brennerei ist also riesig, Whisky ist nur ein Nebengeschäft, also hauptsächlich wird Gin, Wodka, Korn, Haufen Obstbrände und Liköre gemacht. Das Whisky-Geschäft wird erst dort seit 1985 betrieben. Es gibt also zurzeit einen ganz normalen Single Malt Classic, dann einen Single Grain Whisky, einen Single Wheat Whisky, dann also seit ein, zwei Jahren auch einen PX gereiften Whisky, einen Woody und jetzt, den ich heute euch vorstellen wollte, diesen Slitician Single Malt Whisky PT. Ja, was ist zu dem Whisky zu sagen? Er hat 49 Volumenprozente, ist nicht gefärbt und wohl auch nicht kühl gefiltert, soll eine Fassstärke sein. Und das Wort PT ist in dem Zusammenhang ein bisschen für die Whisky-Fans ein bisschen irreführend, will ich vielleicht sagen, weil normal versteht man ja unter einem Peaty oder einem Peated Whisky, einen Whisky, der aus über Torfrauch gedartem Gerstenmalz gemacht worden ist oder destilliert worden ist. Das ist hier nicht der Fall. Es ist also hier hergegangen. Man hat aus deutscher Gerste, die gemälzt worden ist, dann einen Brand destilliert, der 3 Jahre ganz normal in Ex-Bourbon-Fässern aus amerikanischer Weißeiche gereift worden ist und hat dieses Destillat dann nochmal umgefüllt
und für 2 Jahre nachgereift in Eilafässern, die natürlich vorher rauchigen Whisky enthalten haben. Die Brennerei von Eila selbst ist nicht bekannt, darf wohl nicht genannt werden. Muss man mal schauen. Also dieser Whisky ist damit insgesamt gute 5 Jahre alt und da ist 49%, wenn das wirklich eine Fassstärke ist, eher gering. Das heißt, das Ausgangsdestillat war jetzt nicht ganz so hochprozentig destilliert worden, nehme ich mal an. Ja, ist eine Miniatur, die ich heute euch mal vorstellen wollte. Ich halte sie euch mal hier ins Bild. Ist schön gemacht, abgefüllt. Hier ist so ein Abfülldatum drauf, September 2020. Ja, mehr ist hier nicht drauf auf dieser Miniatur. Und jetzt kommen wir zum Whisky. Ich kann euch berichten, es gibt zu diesem Whisky allgemein, zu Sletizia, noch nicht allzu viele Verkostungsvideos. Ich habe jetzt 2 gesehen vom Whisky Jason. Liebe Grüße an den Jason. Der hat den Single Malt Classic und den Single Grain Whisky verkostet. War eigentlich recht zufrieden mit dem Resultat. Deswegen dachte ich mir, ich nehme mir mal den Peaty vor, weil ich stehe seit einem halben, dreiviertel Jahr eigentlich immer gerne auf Rauch. Und wollte diesen mal verkosten. Der hat auch interessante Eckdaten für mich gehabt. 49 Volumenprozent, nicht gefärbt, nicht kühl gefiltert, wie eigentlich ein Whisky-Freund das haben möchte. Und da wollte ich euch den heute mal zeigen. Ja, eine Rauchnote ist sofort da, aber nicht allzu kräftig. Also ist ein ja, wie so ein ausgegangenes Lagerfeuer, hat aber auch für meine Begriffe so eine ganz leichte Klebstoffnote mit dabei und dann ein bisschen Vanille, Karamell, ja, und so frisches Holz noch, würde ich das mal bezeichnen. Ja, die Farbe ist recht, also ganz, ganz heller Goldton. Also dann zum Wohl. Also einerseits einen kräftigen Antritt auf der Zunge, aber dann wieder auch relativ mild auf der Zunge. Es ist auch nur marginal Rauch zu spüren jetzt, der da auch gar nicht den Mund weiter auskleidet. Also ja, woher soll der Rauch auch groß kommen, na, wenn man jetzt nur Fässer nimmt zur Nachreifung, wo rauchiger Whisky vorher drin war, dann ist es schwierig, da einen richtigen, ja, einen richtigen Rauch reinzubekommen, weil der Whisky nimmt dann ja nur diesen rauchigen Restwhisky in den Holzfässern halt auf. Aber ist gefällig gemacht, also es kommen auch ein paar hellere Früchte jetzt durch, so Birne, Apfel und ansatzweise eine Holznote, aber maximal Milchschokolade ist jetzt. Ja, aber ist ganz interessant. Abgang ist ja mittellang, würde ich sagen. Also man hat den Geschmack relativ dann aber noch lange im Mund. Wirkt lange nach. Es ist kein, ja, es ist ein komischer Art Rauch, muss ich sagen. Also, das hatte ich bis jetzt noch nicht, aber diese Reifungsart ist auch relativ selten.
Aber es bleibt ein rundes Mundgefühl, ist jetzt nichts Sprittiges oder so. Ist, ja, als Fazit kann man sagen, es ist mal eine interessante, schöne Abwechslung unter den deutschen Whiskys, die natürlich vor dem auch historischen Hintergrund schon mal ein Kauf wert ist. Man muss ja jetzt nicht eine große Flasche kaufen, also wenn man nicht eine Miniatur will, dann gibt es auch 0,2 Liter Flaschen. Die 0,5 Liter Flaschen kosten, glaube ich, 50 Euro. Die 0,2 kosten, glaube ich, 25 Euro. Und ich habe jetzt die Miniatur für knapp 6 Euro gekauft. Da kann man erstmal gut reinschnuppern in diese Art von Whisky. Finde ich eigentlich immer ganz schön. Ja, ist ein angemessener Preis. Ist halt für deutsche Whiskys ganz normaler Preis. Und ja, würde, denke ich mal, sowohl Einsteiger als auch ja, Einsteiger in die rauchige Whisky-Welt vielleicht ansprechen. Ist vielleicht mal eine Abwechslung. Also für eingefleischte Eila-Fans, Eila-Whisky-Fans ist das nichts. Also da würde ich dann eher abraten, aber für Whisky-Anfänger und ja, die den Einstieg in die Whisky, in die rauchige Whisky-Welt mal probieren wollen, dafür ist der schon geeignet, denke ich mal. Gut, das soll es wieder mal heute gewesen sein. Wünsche euch wie immer ein super Wochenende. Würde mich über Kommentare von euch freuen, falls der ein oder andere vielleicht diesen Whisky schon mal hatte oder kennt. Und natürlich wie immer über Likes und weitere Abos mich freuen. Bis nächste Woche, euer Schwan.